Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weira, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an ChatGPT kommt man seit einem guten halben Jahr, glaube ich, irgendwie in keiner Digitalisierungsdiskussion mehr vorbei. Und ich habe es nicht gezählt, aber hier im Podcast kam das irgendwie ständig vor und ich weiß auch schon, in den nächsten Folgen wird es auch immer wieder Thema sein. Und ein Aspekt, der mich als Unternehmer im Bildungsbereich da irgendwie besonders natürlich beschäftigt und fasziniert, gewisserweise auch beunruhigt, durchaus auch im positiven Sinne, ist, dass ich in vielen Diskussionen und Vorhersagen rund um ChatGPT, was eigentlich für mich eher nur ein Produkt ist für eine ganze Kategorie von AI-Lösungen, eigentlich immer wieder die Vorhersage höre, dass eine der Branchen, die am meisten von dem, was wir da in künstlicher Intelligenz jetzt sehen und was durch diesen iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz da gerade passiert ist, dass die Aufmerksamkeit drauf ist, dass eigentlich ja die Bildung eine der Branchen sein wird, die vielleicht am meisten disruptiert wird. Und ich finde das total spannend, ich finde das total interessant und ich freue mich, dass ich heute einen Gast gewinnen konnte, der sich mit diesem Thema sehr intensiv, auch aus verschiedenen Blickwinkeln, auch sehr unternehmerisch auseinandergesetzt hat und freue mich heute auf die Diskussion künstliche Intelligenz in der Bildung. Die Diskussion, was passiert da? Wo kann das alles hingehen? Mein Gast heute ist Joachim Giese. Er ist der CEO der WBS-Gruppe. Joachim, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit für diese Diskussion genommen hast. Vielen Dank, Jan. Herzlichen Dank für die Einladung. Also ich habe mich sehr darüber gefreut und möchte gerne mit dir über dieses allgegenwärtige Thema ChatGPT sprechen und möchte das gerade mal aufgreifen. Manchmal versuche ich mal einen Tag lang nicht ChatGPT zu sagen, aber ich glaube, das gelingt schon nicht mal mehr eine Stunde. So allgegenwärtig ist dieses Thema. Ja. Ich freue mich da jetzt auch, ich freue mich da drauf. Ich habe mich da auch sehr viel mit beschäftigt. Auch auf der Kundenseite kommen da so viele Nachfragen zu. Bevor wir da einsteigen, kannst du bitte dich und dein Werdegang so ein bisschen und auch WBS vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, weil ich glaube, manche kennen WBS und dich vielleicht, aber sicher nicht alle. Ich glaube, das wäre ganz nett. Ja, natürlich, vielen Dank. Ja, also ich bin Joachim Giese, bin 58 Jahre alt, wohne in der Nähe von Hamburg, also Kleinstadt Ahrensburg hier in der Umgebung, arbeite in Hamburg oder im Homeoffice oder auch in Berlin, weil die WBS-Gruppe ein Unternehmen ist, das schon seit vielen, vielen Jahren digital aufgestellt ist. Und ich habe angefangen in der WBS vor mittlerweile 15,5 Jahren, habe da meinen Standort aufgebaut in Lübeck. Das war zu der Zeit, als wir noch klassische Bildung hatten. Wir haben aber schon vor 13, 14 Jahren hatten wir eine kleine Krise und mussten umstellen und haben damals schon auf das digitale oder virtuelle Klassenzimmer umgestellt. Also damals mit Adobe Connect, so die ersten Anlaufversuche, und später haben wir dann umgestellt auf ein dreidimensionales Klassenzimmer. Und in diesen, damit sind wir auch gewachsen damals, dass wir das gemacht haben, weil wir dann plötzlich im gesamten Bundesgebiet quasi die Teilnehmenden einsammeln konnten für unsere Kurse, sind mittlerweile auf 250 Standorte gewachsen, weil wir eben auch Randangebote in der beruflichen Weiterbildung, das ist also sehr viel im Segment der geförderten Weiterbildung, auch anbieten konnten, wo üblicherweise nicht genug Teilnehmende in einem Ort sind. Und das war so unser Boost auch, wie wir damals gewachsen sind. Ja, jetzt hatte ich ja schon gesagt, irgendwie ChatGPT ist, glaube ich, allgegenwärtig und ich glaube, da geht's uns in der Bildung so, aber nicht nur dort. Ja, möchtest du ein paar Worte dazu sagen, irgendwie inwiefern du das als ein Trigger, als ein Gamechanger siehst? Wie würdest du das vielleicht einordnen? Auf jeden Fall ist das so. Also das Spannende ist, als das so im Dezember um die Ecke kam, habe ich mich so wie jeder andere Interessierte darum
gekümmert, habe mir das mal angeschaut, ein bisschen, war auch schon gleich geflasht von den tollen Möglichkeiten und von der Einfachheit her, weil ich bin ja von der Herkunft her auch nicht unbedingt ein Techie, aber ich bin jemand, der sehr begeistert immer alles neu auch anwendet und habe da erst noch gedacht, das ist so wie so manche Innovationen, die es so gibt, die Bildung dann begleiten muss. Also sagen wir so ein 3D-Drucker oder Auto, also Elektrifizierung in der Automobilindustrie, sind ja alles so Themen, die wir begleiten. Und da ist mir aber noch nicht klar gewesen, dass eigentlich die Bildungsbranche die Branche ist, die am stärksten davon betroffen sein wird. Das ist mir dann klar geworden, als ich mal für jemanden, die studiert, mal gesagt habe, komm, ich helfe dir mal bei deiner Hausarbeit, bei deinen Prüfungsaufgaben und habe dann gemerkt, boah, ohne dass ich irgendetwas von dem Thema wusste, konnte ich im Grunde dann eine komplette Hausarbeit schreiben und die hat sogar eine gute Note gekriegt nachher dafür. Da habe ich gemerkt, alles das, was in der Bildung so die Grundfeste sind, also Hausaufgaben, Hausarbeiten, Bachelorarbeiten und überhaupt, wie man die Menschen auch dazu bringt, sich mit Themen zu beschäftigen, sich mal was sorgfältig durchzulesen und anschließend darüber zu referieren. Das ist ja alles nicht mehr so, wie es früher mal war. Und das ist mir dann erst ein paar Monate später wirklich so klar geworden. Also wir sind am stärksten betroffen. Ja, ich finde das total interessant, weil der Triggerpunkt, wo ich realisiert habe, hoppla, wie stark das ist, war ein sehr ähnlicher. Meine Frau studiert aktuell gerade wieder und musste auch für eine Hausarbeit was machen. Und ich habe zum Spaß mal irgendwie ChatGPT gefragt, ja, kannst du mir mal da den Abriss geben? Und was rauskam, war so gut. Ging mir genauso wie dir. Ich dachte so, wow. Ja. Und ich glaube, das ist spannend. Ja. Und ich glaube jetzt einfach mal so aus deiner Sicht, ja, wenn du jetzt als WBS-Gruppe ja mit deiner ganzen Sicht auf das alles, was ihr tut, schaust, du hast schon gesagt, das verändert alles irgendwie, wie die Bildung ist. Was bedeutet das für euch? Ja, was sind die Veränderungen, die das bedeuten? Und ist das nur das, was das Produkt ist, oder heißt das auch, wie ihr als Unternehmen intern agiert, verändert das das auch? Ja, man muss so Digitalisierung natürlich auch immer so auf zwei Ebenen betrachten. Das eine ist, dass die Vorteile von KI nutzen, so wie jedes andere Unternehmen auch. Also sagen wir mal so, wie jede normale Büroarbeit natürlich revolutioniert wird durch KI, sollten wir das auch machen. Aber das sollte man nie außer Acht lassen, weil das sind ja die normalen Prozesse, von denen wir auch profitieren können. Aber wenn wir jetzt mal in den Lernprozess selber reingehen, da gibt es natürlich eine ganze Menge Dinge, die sich da verändern können. Wir sind natürlich auch deswegen ganz vorne, weil wir ja schon digitalen Unterricht machen. Das heißt, wenn wir jetzt einen klassischen Bildungsanbieter sehen, der noch seine Schulungsteilnehmer im Schulungsraum versammelt, der hat ja immer so einen Medienbruch, wenn er dann KI nutzen möchte. Weil da muss er ja sagen, so jetzt begebt euch mal in die virtuelle Welt und macht irgendwas KI-gesteuertes. Unsere Teilnehmer sind ja den ganzen Tag in der virtuellen Welt. Ich habe das, nur damit man es besser versteht, möchte ich nochmal ganz kurz sagen, unsere Teilnehmenden machen bei uns zum großen Teil, mittlerweile ist die Gruppe auch ein bisschen umfassender geworden, aber zum großen Teil berufliche Bildung. Das sind viermonatige Kurse in Vollzeit oder sogar Umschulungen und das sind zweijährige Maßnahmen mit einem Praktikum drin und so weiter. Damit haben natürlich die Leute sehr lange Zeit, auch Tools kennenzulernen, mit denen wir arbeiten. Es war schon immer ein Vorteil in der digitalen Bildung, jetzt auch im Gegensatz zu Anbietern, die vielleicht 3 Tagesschulungen haben. Wir können auch Tools einsetzen, die vielleicht nicht so ganz einfach sind, können auch sagen, das Kennenlernen des Tools an sich ist auch schon etwas Wertvolles für den weiteren, fürs weitere Leben. Also wir haben da auch Teilnehmende und auch Trainer, die das ganz gut und gerne auch adaptieren. Also das heißt aber ja, wenn ich das sozusagen zusammenfasse, es gibt ja das Internet und das betrifft jedes Unternehmen, egal ob Bildung oder nicht, ja, wo ich Prozesse ändern kann und so weiter. Und dann gibt es wirklich die Bildung als solches und die verändert sich, ja. Wenn wir das vielleicht mal auseinandernehmen und so ein bisschen sagen, so ja, klassisch irgendwie gedacht, rückwärts vom vielleicht entlang des Eddy-Prozesses oder ich weiß nicht, wie wir das machen, ja, wenn wir sagen, es gibt da irgendwie eine Analyse- und Designphase, was soll gelernt werden, dann gibt es eine Entwicklungsphase für den Content und dann gibt es irgendwie eine Durchführung des Ganzen, ja, wenn du da so ein bisschen Schritt für Schritt vielleicht mal skizzierst, wie denkst du darüber nach, was sich da ändern könnte und was die Chancen und auch die Herausforderungen sind?
Spannend ist das, Jan, allein bei der Frage, die ich mir auch so gestellt habe, habe ich dann schon gemerkt, vielleicht ist die Frage schon wieder falsch für die Möglichkeiten, die ChatGPT ja. oder KI bietet. Vielleicht, ja. Ja, weil wir sind dann erst, also wir starten natürlich auch ganz, ganz klassisch, dass wir sagen, ChatGPT oder KI, ich sage jetzt immer ChatGPT, wenn ich KI meine, wir setzen natürlich viel mehr ein als das. Mhm. Aber das ist einfach mittlerweile so ein Synonym wie eine Ja, das ist, also ich glaube, das ist für uns, also auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir hier ChatGPT sagen, dann meinen wir genau. KI. Ja? Wie also, Nivea, wenn ich Hautcreme genau, meine. Genau. Ja, genau so würde ich das auch sehen, ja. Mhm. Ja, also natürlich kann man das Ganze dann nutzen, um zum Beispiel einen neuen Kurs aufzubauen. Das war schon vor einem Jahr. Hat eine Kollegin ist auf mich zugekommen und hat gesagt, sie hat mal damals mit Neuroflash einfach mal einen neuen Kurs konzipiert. Das ging, glaube ich, um das Thema Prüfungsangst. Und sie sagte, ja, das ist doppelt bis dreimal so schnell gewesen und es ist ein fantastischer Kurs geworden. Allein da hat man auch schon das Prinzip umgedreht, dass da jemand, die nicht kundig war, was die Inhalte angeht, angefangen hat, mit der KI diesen Kurs zu machen und hat das dann den Leuten, die bei uns Spezialisten für solche Themen sind, also Prüfungsangst und so weiter, denen das immer nur wieder iterativ gegeben, sag mir mal was Falsches, was könnte ich besser machen? Und in diesem Prozess, gesteuert von jemandem, der nicht fachkundig ist, hin zu jemandem, der das dann iterativ bearbeitet hat, haben wir das schon im Grunde sicherlich um 50% verbessert. Wenn nicht noch mehr. Das ist schon ein Experiment, was schon eine ganze Zeit her ist und das waren noch ganz andere Tools. Also davon schon gesehen, Konzept und Umsetzung und dann geht es dahin, dass wir auch mit Synthesia zum Beispiel die Video-Snips damals, weil die waren noch nicht so wunderbar, mit Synthesia erstellt haben. Mittlerweile sind die, insbesondere wenn es englischsprachig ist, schon sehr gut. Man kann ja sehr gut so einfache, kurze Video Sequenzen mit Synthesia machen, mit dem Vorteil, man kann ja diese Schnipsel jederzeit schnell wieder ändern und man kann natürlich dann auch irgendwann anfangen, dass jeder Teilnehmende ein eigenes Video bekommt. Und dann kommen wir hinten das Thema, und das ist das Spannende bei ChatGPT, diese Vision von Sam Altman, der gesagt hat, ein 1:1-Tutor ist etwas, was man sich bisher nie leisten konnte und das wird mit KI realisiert werden. Und das ist so das Thema Wissensvermittlung, wo wir dann im Kern reingehen. Das Ganze wird die Wissensvermittlung revolutionieren. Also mit ChatGPT wird das Wissen vermittelt, mit all dem Rumherum, was da so noch notwendig ist, muss man dann die Menschen motivieren, weiter zu lernen, Feedback geben. Auch Feedback kann eine KI ganz gut, aber dieses ganze Rumherum, deswegen ist das für uns auch kein Sparansatz jetzt in der Bildung, dass wir sagen, wir brauchen da weniger Personal. Wir verteilen die Rollen anders. Also das ist so ein bisschen die Arbeit ändert sich. Und vieles, was irgendwie manuell und auch ehrlicherweise mühselig war, also du hast gerade dieses, wie halte ich die Leute bei der Stange, hat ja auch viel damit zu tun, dass man die Leute einfach bei der Stange hält und erinnert und immer wieder motiviert. Und das kann die KI halt sehr effizient machen, ist meine Wahrnehmung. Ja, wobei ich meinte eigentlich ein bisschen das andere. Also ich glaube, es ist manchmal auch ein bisschen mühsam, wenn man immer wieder den gleichen Content und dann vielleicht auch nur in Tagesform rüberbringt. Ja. Und dann aber, wenn man die Rolle umstellt, sagt, ich habe dann für jeden Teilnehmenden nacheinander eine halbe Stunde Zeit, um mit ihm die Dinge zu besprechen. Oder ich schaue, wo ist da jemand gerade im Lernverlauf und spreche ihn an und sage, was fehlt hier gerade. Ja. Also man hat Zeit für das 1:1-Gespräch. Es wird menschlicher eigentlich, oder? Ja, genau. Ja. Nebenbei, wir haben, das gehört zu dem Gesamtprozess auch dazu, wir haben bei uns strategische Handlungsfelder im Unternehmen. Und jetzt haben wir ein fünftes und dieses fünfte heißt seit neuestem AI at Heart, also künstliche Intelligenz mit Herzlichkeit, um im Unternehmen von vornherein auch diese Angst zu nehmen, wir wollen hier was ersetzen, wir wollen hier was entmenschlichen, ganz im Gegenteil. KI ist für uns die Möglichkeit, wie wir es auch im Firmenkontext sagen, wirklich herzlichere Begegnungen zu schaffen. Jetzt hast du aber ja schon, als ich so auch dieses sagte, wie kann man da strategisch entlang all der Schritte vorgehen? Jetzt haben wir schon entlang bis all der Schritte auch diskutiert. Ja. Du hast aber schon auch die Frage gestellt, ist das vielleicht eigentlich auch die falsche Frage?
Da denke ich auch gerade viel drüber nach, weil ich habe keine Antwort, ja, aber ich frage mich, ist eigentlich, verändert sich nicht eigentlich auch das, was Menschen lernen müssen, massiv, und werden vielleicht viele Dinge, die wir heute noch trainieren müssen, obsolet sein und dafür ganz andere gebraucht werden? Das greife ich gleich nochmal auf, Jan, weil wir waren noch bei der anderen Geschichte, was sich ändert im Bildungsprozess. Ja. Weil wir sind dann ein Stück weitergegangen und haben geguckt, wie kann man denn jetzt KI wirklich einsetzen. Mhm. Also einerseits haben wir jetzt allen Teilnehmenden ChatGPT zur Verfügung gestellt, aber einfach nur zur Nutzung. So, aber deshalb kann ja jeder mit rumspielen, jeder Mitarbeiter und jeder Teilnehmende. Ja. Gibt es eine nächste Stufe, wo man sagt, das machen wir auch in einigen Bereichen, wir kuratieren dieses ChatGPT, das heißt, es wird eingeschränkt auf bestimmte Inhalte, so dass da jemand nicht jetzt nachgucken kann, wie heißt der amerikanische Präsident, und sich da irgendwie verliert, sondern es bleibt dann in dem Kontext, in dem Softwarekurs, den der macht oder so, das kann er nur Fragen stellen rund um das Thema. Da helfen wir dem Menschen ein bisschen beim Thema zu bleiben. Aber in der nächsten Stufe, und das ist das, was wir auch schon pilotieren und teilweise jetzt auch einsetzen, ist, dass wir unsere Materialien sozusagen ChatGPT geben und auch ChatGPT dann sagen, wenn man auf der API-Schnittstelle da arbeitet, also auf dieser API-Ebene arbeitet, kann man dem Programm ja sagen, nimm nur diese Unterlagen von uns und sei nicht immer so fantasievoll, wie das ChatGPT ja oftmals nachgesagt wird. Bleib bei der Wahrheit. Es gibt ja sogar so einen Wahrheitsregler im Grunde. Ne? Und dann kann man sagen, jetzt nimmt die KI eine Rolle als Tutor ein und so weiter. Und dieses Ganze, was man im Prompting macht. Und dann kann da eigentlich der gesamte Unterricht im Hinblick auf die Wissensvermittlung dort auch ablaufen. Das habe ich für mich schon mit Bordmitteln durch einen einfachen LinkedIn-Prompt mal gemacht. Ich habe mir da so einen NLP-Kurs gebaut. Und das ist viel weniger als das, was die Fachleute bei uns gemacht haben. Aber selbst das hat schon fantastisch funktioniert, aber auch deswegen, weil NLP natürlich auch einfach im Internet reichlich vorhanden ist und da unheimlich viele Kurse sind, aus denen das Programm gelernt hat. So, aber jetzt ist das Spannende, wenn ChatGPT jetzt in dieser kuratierten Ebene nur in unseren Unterlagen arbeitet, kann man auch sagen, eigentlich brauchen wir auch keine Unterlagen, sondern die Unterlage wird dann erstellt, wenn ich meine Anfrage an das Programm stelle und sage, ich mache hier meinen Kurs und so weiter und erzähl mir mal ein bisschen, was ich jetzt hier lernen muss, und dann kriegt man die Materialien. So, das ist das, was du am Anfang gesagt hattest. Wir fangen an mit Konzept, das wird wohl immer so bleiben. Dann erstellen wir Unterlagen und dann machen wir den Unterricht. Na, eigentlich gibt es dann... Verschwimmt, oder? Das verschwimmt. Also ich bin dann in der KI, in der ChatGPT-Umgebung und hole mir, ich kann dem dann sagen, mach mir mal meine Unterlage fertig, ich möchte mir mal ein bisschen was für die U-Bahn zum Lesen nehmen oder für den Strand, wunderbar. Mhm. Dann wird aber diese Unterlage dann erstellt, wenn ich sie brauche, auf mich individuell bezogen. Ja. Und also wir stellen uns gerade die Frage, müssen wir eigentlich alle Materialien, die wir für richtig halten, quasi in unsere KI-Umgebung reingeben und die KI macht daraus dann die entsprechenden Schulungsmaterialien, oder ist es vielleicht noch umgekehrt? Das ist noch nicht ganz geklärt für mich. Ja, genau. Und das ist ja die Frage, und ich glaube, das ist ja bei diesem KI-Thema, gibt es ja die eine Frage sozusagen, dieses Prompten, wie stelle ich die Frage, was ist das Ganze, wie gebe ich das dem, und dann die Frage, auf welcher Datenbasis mache ich das? Genau. Weil das, was ja an dem öffentlichen Chat-GPT, jetzt sagen wir es schon wieder oder sage ich schon, was ja da das Problem ist, das ist halt das Wissen des Internets, und das Wissen des Internets ist halt nicht nur richtig, da ist halt auch ganz schön viel Unfug drin. Und ich glaube, diese Frage der Richtigkeit, das ist wahrscheinlich noch eine der Herausforderungen, die uns noch eine Weile beschäftigen wird, das so zu lösen. Ja, wobei, also wie gesagt, dadurch, dass wir unsere Unterlagen da reingeben können. Und genau, also damit habt ihr ja eine Wahrheit geschaffen. Und da ist halt die Frage, welche Unterlagen gibt ihr da wie rein dann? Aber für das Aktuelle geht das auf jeden Fall. Ja, also zumindest wenn wir in so begrenzten Themengebieten unterwegs sind, dann funktioniert das. Ja. Beispiele sind dafür ja auch, dass Unternehmen zum Beispiel sagen, wenn sie ein Hochhaus konstruieren, dann packen sie alle Unterlagen zur Konstruktion dieses Hochhauses, die ganze Dokumentation quasi in das System rein. Und dann hat man eine komplette Wissensdatenbank durch die KI sozusagen administriert. Aber da wird man sicherlich diesen Wahrheitsschieberegler auf Null stellen, damit es auch schön dabei bleibt. Ja. Und das funktioniert. Ja.
Jetzt hatte ich zwischenrein schon die Frage gestellt, ja, sozusagen, verändert sich aber auch das, was wir da lehren müssen und das, was man lernen muss, nicht irgendwie? Und die Antwort ist bestimmt irgendwie ja auch und ja nein, aber da würde mich sehr deine Perspektive interessieren, weil mich das irgendwie intellektuell habe ich da noch keinen, habe ich noch nicht gegriffen gekriegt, was da die Antwort ist. Ja, also erstmal ist es, das Schwierigste ist ja auch erstmal die Leute dazu zu bringen, dass sie sich mit den Themen beschäftigen, weil die Art, wie wir es heute machen, ist ja schon immer schwierig, dass wir sagen, liest dir mal ein Buch durch und liest dir diese Unterlagen durch und zeig mir in irgendeiner Weise, dass du es getan hast. Mhm. Das ist schon mal schwierig. Dieser ganze Lernprozess ist ein anderer, deswegen wir haben es zum Glück auch bei uns in der Weiterbildung mit sehr motivierten Menschen zu tun, die zu uns kommen, weil sie was wissen wollen und nicht, weil sie was nur nachweisen wollen. Mhm. Also das ist, glaube ich, die größte Änderung ist, dass dieser formale Nachweis immer weniger wert wird, weil wenn es nur darum geht, den kriege ich auch irgendwie anders. Also wenn ich irgendeine Prüfung irgendwie bestehen muss, das kriege ich schon irgendwo hin. Ja. Also das heißt, es geht einfach um das Thema kompetenzorientierte Bildung. Das ist das, was wir dann erfüllen müssen. Also Wissen kriegen wir hin. Mhm. Das ist auch das Beruhigende. Dafür können wir die Tools zur Verfügung stellen. Jetzt ist das Interessante und das Spannende, wie wir sozusagen den Rahmen herum schaffen, dass die Leute dann weitermachen. Und wir haben zum Beispiel wir haben bei uns Wertstrommanagerinnen, die sich um verschiedene Themenfelder kümmern. Da gibt es einen Bereich Nachhaltigkeitskurse, Umweltkurse, also sehr viel Sinngetriebenes auch in Menschen, die das auch mit sehr viel Energie machen. Witzigerweise heißt der Bereich ja auch Energie und Umwelt und sich da darum kümmern. Die kann man beispielsweise gut dadurch motivieren, indem man sagt, ihr habt euer Wissen, was ihr lernt, und anschließend arbeiten wir aber gemeinsam an einem Projekt. Also wenn ihr zum Beispiel Nachhaltigkeitsmanager an verschiedenen Stellen des Programms gerade sind, also einige sind am Anfang, einige sind vielleicht schon kurz vor Abschluss des Kurses, oder der eine beschäftigt sich mit rechtlichen Fragen, der andere mit Projektmanagement, dann arbeiten die gemeinsam an einem Projekt. Das ist die Beantragung eines Projektes, eines Baus oder eines Umweltprojektes. Und dadurch, dass die alle zusammen daran arbeiten, an verschiedenen Stellen des Projektes, führen wir die zusammen und jeder arbeitet dort kompetenzorientiert an dem Thema mit. Mhm. Oder ein CAD-Kurs, die bauen gemeinsam ein Gebäude. Da hat jeder so sein Teil, wo er alleine arbeitet, aber am Ende fügt sich das eine oder andere dann immer zusammen zum Ganzen. Und da bin ich ja nicht im Wissensabfragen mehr, sondern ich bin in der Welt, dass ich halt die Dinge anwende, so wie ich sie brauchen werde. Und idealerweise kann ich dann auch meine eigene Leistung, meinen eigenen Beitrag zum Gesamtprojekt gut einschätzen. Mhm. Also wir müssen auch ein Stück weit dahin kommen, dass nicht immer der Dozent alleine die Bewertung und dann die Note abgibt, sondern dass es aus dem Feedback von anderen oder dann auch eine Selbstreflexion ist. Das erleben wir, dass Teilnehmende bei uns auch schon manchmal ganz realistisch sagen, ich bin hier auf einer 3, mehr nicht. Aber das finde ich spannend, weil du sagst sozusagen, das ist was, da seid ihr eigentlich schon auf dem Weg und das siehst du auch schon, dass das schon durchaus so passiert. Ja, nicht immer und nicht überall wahrscheinlich, weil bestimmt auch noch einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der alten Welt und der alten Denke, ich muss da den Multiple-Choice-Test bestehen, verhaftet sind. Aber du sagst, das ist was sozusagen, da sind wir auf der Reise. Ja, wir prägen natürlich so einen Kurs auch immer dadurch, welchen Abschluss wir dann am Ende dort haben. Also wenn es wirklich um die Prüfung geht, die dann Multiple Choices, ja, dann wird auch die ganze Zeit darauf hingearbeitet und auch manchmal eine gewisse Angst dann ist dann auch vorhanden, ob man das Ganze besteht. Wenn aber manche Kurse auch wirklich einfach mit einer Kompetenz abschließen und einem dann Zertifikat auch nur von uns, dann kommt es den Leuten darauf an, dass sie es können, weil dann ist das Zertifikat an der Stelle nicht ganz so wichtig. Mhm. Ja, sehr spannend. Wenn du an KI denkst und wenn du jetzt mal vielleicht vorausschaust in, ich sag mal, die nächsten 6 bis 18, 24 Monate, also so ein mittlerer Zeithorizont, ja, wo siehst du da die Einsatzfelder? Du hast schon viel erzählt, wie ihr in der Content-Produktion schon experimentiert, wie es an verschiedenen Stellen gibt. Aber was sind die Sachen, wo du sagst, da erwartest du, das ist jetzt egal, ob bei WBS oder auch bei anderen Spielern,
da oder auch bei Tech-Firmen oder wie auch immer, ja, im Bildungsbereich. Aber was ist das, was du so, ich sage jetzt mal kurz bis mittelfristig sagst, da kommt jetzt die größte Welle auf uns zu und da werden wir eigentlich die damit ja auch ersten größeren Formen der Anwendung sehen. Wo siehst du das? Ja, wir sind jetzt in so einer Phase, wo wir natürlich vieles noch selbst probieren. Das heißt also wirklich selber noch Prompts machen und überall da so unsere eigenen Erfahrungen machen. Jetzt kennen wir natürlich mittlerweile andere Tools wie AutoGPT und so weiter, die schon viel weiter sind. Und das wird der nächste Durchbruch, glaube ich, sein, dass es erstmal viele Standardanwendungen gibt, die man noch leichter anwenden kann und dass es dann eben noch breiter, noch schneller dann auch zur Nutzung kommt. Und das ist eigentlich das, dass wir wegkommen von den vielen Angeboten. Ich glaube, 4000 Tools gibt es da mittlerweile, wo keiner mehr einen Überblick hat. Ja. Da wird sich einiges rauskristallisieren. Da werden sich ein paar Marktführer rauskristallisieren, mit denen man arbeitet. Zum Ende des Jahres erwarte ich so ein für andere Bereiche, für andere Berufe, den Boost im Grunde durch den Copilot von Microsoft. Ja. Weil das Besondere daran ist, dass das einfach KI für jedermann ist oder wie man so schön bei Microsoft sagt, Enterprise Ready. Das Ding ist dann da. Also da muss jetzt keiner mehr überlegen, will ich das jetzt einführen, will ich das meinen Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Da wird es auch einen Druck geben, das dann auch zu nutzen. Im Moment erleben wir ja auch, dass viele Firmen das noch ihren Mitarbeitenden verbieten, das zu nutzen. Mhm. Das wird dann vorbei sein, glaube ich, wenn es mit Copilot eingebunden wird. Wo glaubst du, wo das Ganze in noch einer längeren Zeit hingehen kann? Sagen wir mal in 2 Jahre plus. jetzt lesen wir Glaskugel, aber... Ja, also ich glaube erstmal, dass das mit einer großen Selbstverständlichkeit überall eingesetzt wird. Ich habe die Hoffnung, dass wir dann immer noch mit sehr viel Dozenten- und Trainerunterstützung dann an der Stelle auch arbeiten können. Aber ich glaube, ich unterliege da dem Fehler wie jeder andere auch. Ich schreibe einfach das, was ich jetzt so weiß, einfach sofort und setze da vielleicht nochmal 50% obendrauf. Aber das Exponentielle nach vorne, das kann ich auch so nicht denken. Das verstehen wir auch irgendwie nicht, gell? Also das, immer. Und genau. Da fand ich jetzt das, was passiert ist mit GPT so spannend, weil war ja klar, dass es kommt. Ja, ich habe zurückgeschaut in Lerninhalte zu künstlicher Intelligenz, die ich 2016 selber mitgestaltet habe bei uns. Ja klar, da stand's alles drin. Aber wenn es dann da ist, sagt man, hoppla, habe ich irgendwie nicht kommen sehen. Das ist das ja, Exponentielle eben der digitalen Dinge. Ja. Ich glaube, das, was uns alle überrascht hat, ist, dass es so einfach nutzbar war und dass es dann auch so breit angenommen wird, dass da jeder mit rumspielt, jeder so auf seine Art. Das ist das, was eben sehr schnell zu dieser Verbreitung beigetragen hat. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf den, nicht auf den langfristigen Horizont, sondern auf diesen Horizont, ich sag mal in einem Jahr oder so, Stichwort Copilot und ähnliche Fragen. Was glaubst du, was das für eine Auswirkung hat im Sinne Rolle Fähigkeit? Du hast das vorhin schon so ein bisschen angesprochen, wie ihr drüber nachdenkt, aber kannst du das nochmal skizzieren, wenn man jetzt als Bildungsunternehmen drüber nachdenkt, was heißt das für die Rollen und Fähigkeiten, die ich bei mir brauche? Ja, jeder Mitarbeiter hat natürlich andere Rollen und Fähigkeiten, die für die Zukunft wichtig sind. Ne? Also glaube ich, falsch ist es, so einzuordnen, zu sagen, ich brauche für die Anwendung von KI unheimlich gute Digitalkompetenzen. Also ich habe die nicht und ich brauche die dafür nicht. Sind eigentlich sogar die Kompetenzen, die eine Führungskraft üblicherweise hat. Also wenn man KI gut bedienen will, muss man ja eigentlich gute Fragen stellen können. Man muss das Ganze in Frage stellen auch natürlich. Ne? Also auch das macht eine Führungskraft, glaube ich, und strukturiert denken und fragen gehört eben auch dazu. Also insofern, ich brauche nicht unbedingt für alle jetzt breite und neue Digitalkompetenzen. Das ist gar nicht mal so anders. Aber ich brauche eine große Bereitschaft, in dieser unsicheren Zeit mich auseinanderzusetzen. Ja, und wahrscheinlich auch einfach sich drauf einlassen und machen und lernen und auf die Nase fallen und aufstehen und wieder lernen, oder? Auf jeden Fall. Also das ist einfach das Wichtigste, das Ganze als eine große Chance zu begreifen. Alles andere hilft sowieso nicht, weil, wie man so schön sagt, das geht nicht wieder weg. Ja, ja, so ist es. Joachim, wir könnten, glaube ich, jetzt die nächste Stunde
alles noch im Kleinen zerpflücken. Ich glaube, wir könnten über die Dinge, die wir schon verstehen, sinnieren und über die, die wir nicht verstehen. Aber im Sinne des Formates dieses Podcasts müssen wir so ein bisschen zum Ende kommen. Wenn du an unsere heutige Diskussion denkst, an das Thema KI in der Bildung denkst, was sind für dich so drei Takeaways, so die berühmten drei Dinge zu merken für unsere Hörerinnen und Hörer? Also ganz vorweg, keine Angst haben, das Ganze als Chance begreifen. Das zweite ist, KI kann wirklich Spaß machen. Mhm. Und es lohnt sich, sich auch mit der Langfristperspektive von KI zu beschäftigen, weil da kommt noch viel Spannendes, was wir beide nicht beantworten können, offenbar. Da kommt was auf uns zu. Was interessant wird. Ja. Ja, du, danke für diese schöne Zusammenfassung. Wie am Ende jeder Folge auch an dich die Frage, hast du eine Empfehlung zum etwas lesen oder hören? Also noch vor ein paar Jahren, als KI auch so ein spannendes Thema war, da gab es mal ein sehr witziges Buch. Und das ist nochmal eine ganz andere Empfehlung als jetzt irgendein Fachbuch über KI oder sowas. Ich bin, auch wenn es albern ist, großer Fan von QualityLand 2.0, alle bekannt aus den Känguru-Chroniken, glaube ich. Und wenn der selber liest, jetzt musst du mir noch einen Sprung helfen. Marc-Uwe Kling. Wenn er es selber liest, ist es fantastisch. Und eigentlich ist alles, was man über KI wissen muss oder blöd findet oder sonst wie, ist da eigentlich irgendwie in dem Buch ganz gut verarbeitet. Also eine wunderbare Empfehlung. Ja. Also ganz spannend, ich schließe mich der voll an. Wir werden QualityLand und QualityLand 2.0 für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes verlinken und auch zu WBS und Joachim den Link machen. Vielleicht ein Kommentar zu dem. Ich glaube, ich habe das auch als Hörbuch. Ich finde das sensationell. Ich glaube, wir müssten uns das jetzt nochmal anhören. Weil ich habe das vor 2 Jahren oder so gehört und ich glaube, vieles von dem, was wir damals gedacht haben, ja, so wird's kommen, ist jetzt schon so gekommen. Nicht alles. Ich glaube, ja. Nicht alles, nicht die Drohne, die ich zum Abschied küsse, um zu bezahlen, aber es ist schon vieles gekommen. Boah, einiges kommt dann eben auch noch. Ja, alles kommt dann auch. Ja. Du, Joachim, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank für diesen Rundumschlag und für, ich glaube, diese super Perspektive auf ein Thema, das mich wahnsinnig fasziniert. Ich glaube, das auch viele betrifft und Bildung wird durch KI disruptiert. Und zwar massiver als viele, viele andere Branchen. Vielleicht sind wir die am massivsten betroffene Branche. Ja, danke für deine Zeit heute. Vielen Dank für die Einladung, Jan. Dankeschön. Ja. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie Kommentare haben für uns, hinterlassen Sie uns die gerne in der Spotify-App oder auf LinkedIn. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.